So. Ich mache jetzt schnell Frühstück, es ist 20 vor 11 inzwischen schon wieder. Und ja, als erstes setze ich mal Tee auf und dann zeige ich euch, was ich gekauft habe. Tee hatte ich das Ding nicht gewaschen. Ja, aber schon ein bisschen her. Kochen schon mal. Gut, also einmal zwei Brote. Also erstmal ein ein bisschen zu viel, glaube ich. Den Käse haben wir geholt. Zweimal komplette Luftschokolade habe ich mal genommen, die dreimal sogar. Eistee, Cola und von diesen kleinen Dingern eine ganze Menge. Thank you.
Wo da waren wir die? Und dann ja auch sind wir. Die werden wir heute. Die kann halt sein, ja. So. Ah. İçeride yiyeceğim, ne? Ne? İçeride yiyeceğim. Dışarıda yemeyeceğiz, burada değil mi? Ne, ne, burada. Es brennt, wie ihr seht, richtig heiß heute. Hi, ich habe jetzt gerade mal Videos abgedreht. Ich habe mein Halblife-Video abgedreht. Ich habe mal ein Video abgedreht dazu, dass mein Mann jetzt wieder gekommen ist. Und nun muss ich ein bisschen arbeiten. Ich will die Gardine, werde ich jetzt in Angriff nehmen. Ich muss als erstes die Schuhe rausstellen. Ich habe nämlich unsere Schuhe gewaschen. Mein Mann hatte Schuhe mitgebracht, die ich waschen sollte. Da habe ich gleich meine auch mit reingemacht. Die stelle ich mir eben in die Sonne. Und dann werde ich die Gardine in Angriff nehmen. Und jetzt würde ich einmal die Gardine abnehmen wollen. Aber ihr seid mit dem Akku schon auf Reserve. Deswegen muss ich euch an den Akku machen. Und ich muss meine Schuhe da rausholen. Die sind fertig. Ja, Husten ist wirklich mega schlimm wieder, ich weiß. Ich habe zwei Teppiche mit reingemacht, damit die nicht so hin und her schwabbeln. Meine Schuhe. Ja, und die von meinem Mann. Ja, es geht. Geht, glaube ich. Ja. Jetzt werde ich die einmal nach draußen bringen. Ich stelle die einfach hier in die Sonne. Und hoffe, dass das trocken wird. Und dann mache ich die Gardine mal, weil die geht mir echt so ein bisschen. Stört mich tatsächlich. So. Ich liebe es. Genau.
Dann hoffe ich, dass die schnell trocknen. Und dann let's go. Ich muss auch noch Wäsche waschen. Aber eigentlich würde ich damit gerne warten, bis ich das Kleid ausziehe. Dann könnte ich das nämlich auch waschen. Ich habe hier noch Wäsche von meinem Mann und ich habe auch noch Wäsche. Aber dieses Kleid ist auch dreckig. Das möchte ich auch gerne mit waschen. Naja, machen wir erstmal die Gardine da hinten. Nee, ihr müsst an den Akku, sonst seid ihr gleich weg. Ja, diese werde ich jetzt einmal abmessen, wie viel ich tatsächlich jetzt davon bräuchte für die Küche. Und da muss ich einmal schauen. Einmal den Akku dran. So, wie viel kann ich denn davon entbehren? Das ist viel wichtiger. Es ist auch alles ein bisschen kurz. Ne? Also es ärgert mich schon, dass es nicht länger ist, muss ich sagen. Naja, das ist halt, das habe ich mir ja schon gedacht. Aber ja, trotzdem, ich habe es ja nicht gefunden. Was soll ich machen, wenn ich die Gardinen nicht finde? Mann, und diese Aloe Vera will ich auch weg haben. Finde ich auch mega hässlich. So. Jetzt muss ich mal messen, wie viel brauche ich tatsächlich. Also, das muss eigentlich mal ganz an den Rand hier, damit man das besser abschätzen kann. So, das kann zu. Da kann ich auch noch mal ein bisschen weiter das Ganze aufmachen hier. So. Ist das so viel? Brauche ich gar nicht hier. Das reicht gut. Und da ist so weit weg. Das habe ich hier wieder zu wenig. Nachher, okay. Also. Bis dahin kann ich abmachen. Das ist auch nicht so viel, ne? Das ist auch ziemlich wenig wieder. Noch ein bisschen vielleicht. Bis hier. Ja. Bis hier nehme ich ab. Hier schneide ich ab und das müsste dann eigentlich passen. Sonst muss ich, warte mal, könnt ihr nicht gucken. So, gleich. Sonst muss ich das tatsächlich, sonst muss ich diese Riffelung abmachen, was ich eigentlich nicht wollte, die Riffelung abmachen. Ist ein bisschen schmal. Ist wieder ein bisschen schmal, leider. Noch ein bisschen vielleicht. Hui, eine Spinne! Weg! Giftige Spinne will ich hier nicht haben. Die krabbelt immer noch da drin. Wenn ich das so mache, würde das reichen, aber dann hätte ich da, glaube ich, zu wenig. Jetzt muss ich eine Riffelung abmachen. Ich mache hier mal. So. Es wird knapp hier. Ich werde hier eine Riffelung aufmachen müssen dann. Schauen wir mal. So, einmal gerade hinlegen. Ich mache das mal hier. Wo war die Schere? Die hatte mein Mann. Moment, mein Mann hat
die Schere im Badezimmer war. Ihr seht absolut nichts. Das wäre eher sinnlos. So. So ein Strich, da kann ich mich ein bisschen orientieren, glaube ich. Genau. Jetzt seid ihr aber wieder auf der Popo-Seite. Dann möchte ich euch einmal umstellen. Wo ist die Schere hin? Da. Ich werde da oben, glaube ich, auch eine Riffelung abmachen, aber es sieht eigentlich blöd aus, wenn ich die Riffelung abmache. Ne? Dann fällt das nicht mehr so gut. Tja, ich hätte gern noch eine gekauft. Was soll ich machen, wenn ich die nicht gefunden habe? Das ist echt doof gerade. Bin ich jetzt schief gegangen hier? Hoffentlich nicht. Das sieht so ein bisschen so aus, als hätte ich schief geschnitten.
mich eigentlich auch auf die Sessel setzen, oder? Warum setze ich mich hier auf die Erde? Verstehe ich auch nicht. Uiuiui.